Moin Moin Leute, hier wieder eure Ultrakriegskanone, heute mal ohne Headset und natürlich nicht allein. Darf ich vorstellen, vielleicht meine neue Partnerin, je nachdem, was ihr von ihr haltet, als Spitzname gegeben Little Brownie, weil wir irgendwas Kriegstypisches gesucht haben. Als Real Name die kleine Annie, Emmy. Schön. Ja. Und wir machen heute mal ein Partner-Let's Play von Gun Home. Ein Spiel, was schon, ich glaube, vor langer Zeit rausgekommen ist, oder? Ja, also, ich glaube, Ende 2013 oder so. Ungefähr, ich keine Ahnung, nicht mehr. Zumindest es soll zum Horror-Genre gehören, aber trotzdem sehr viel mit Erkunden zu tun haben. Und zumindest hoffen wir es jetzt vom Audio-mäßig, mache ich es genau wie bei Mario Party, wie ich es mit Vivian gemacht habe. Und wir hoffen einfach mal, dass das alles funktioniert. Wir erst gehen zum Orten, look around using the mouse. Das ist wieder. So, dann wollen wir loslegen. Man kann eigentlich irgendwie immer so immer die Kamera ignorieren. Ich muss irgendwie mal reingucken, es ist ungewohnt. Das ist ihr erstes Mal auf YouTube, aber kann man bestimmt verstehen. Es lebt. Wie man es von mir gewohnt ist. Hi Mom. So I got my ticket home from Europe. I get back on June 6th, but it's a really late flight because that was the cheapest, so it gets in at midnight. But don't worry, I'll get a shuttle from the airport so you don't have to pick me up. Like, really seriously, you don't have to. Okay, so, love you, see you soon, bye! Auf jeden Fall an der Stelle an denjenigen, der das die deutschen Texte gemacht hat, danke. Dass sich jemand auf die Arbeit macht. Vielen herzlichen Dank. Solche Leute erleichtern uns die Arbeit. Ja. Der 7. Juli 1995. Ich glaube, EM war vormittags. Also nachts, 1.15 Uhr nachts. Hm. Und da ist der Bauch schon im Häuschen. In der Bruchbude. Klingt wie ein Bildmeier, das ist gut. Kein Sinn, okay. Ja, okay. Fangen wir mal mit dem Zellern. Katie, machen wir mal abwechselnd hier vom Text zu, weil er verschwunden ist. Und Katie, es tut mir leid, aber ich kann nicht da sein, um dich zu begrüßen. Es ist unmöglich für mich. Ich bitte dich, versuche nicht herauszufinden, wo ich hin bin. Ich möchte nicht, dass es irgendjemand weiß. Wir werden uns eines Tages wiedersehen, so habe ich nicht gedacht. Ich liebe dich, Sam. Ich will aber wissen, wie du bist. Rausfinden, natürlich. Nein. Nein, also ich denke. Aber ich denke, wenn das aber schon so eine Vorhalle ist, denke ich, hier geht's raus. Ja. Aber hier ist die Außentür, weil normalerweise sind das nur eine Fronttür. Nicht. Jetzt machen wir es mit dem Stuhl. Kann man sich hinter? Hinpacken und dann wieder umdrehen. So. Ein Entchen, Weihnachtsgans. Gut. Ist das Fressen oder soll das Absicht sein? 5,99 Dollar. So ein Gutschein. Ja, so. Schlüssel! Dann können wir in das Haus rein, hinein ins Vergnügen. Tür zu. Okay, das funktioniert schon mal von alleine, ganz automatisch. Hör ich mal so. Genau, na, die Rechnung. Westwind Movers Inc. Rechnung. Terrence Greenbier, 1888, Dry Creek, RD, ich weiß nicht, was das heißt, Entschuldigung. Gut, genau. Empfänger 1 Arbor Hill. Liste der verschickten Güter. 8 Kisten Küche, 8 Kisten für die Küche, 5 Kisten fürs Hauptschlafzimmer, 6 Kisten fürs Kinderschlafzimmer, 10 Kisten Übergewicht für die Bibliothek. Ja, also die scheinen sehr viel zu lesen. Und 4 Kisten fürs Büro und Fernseher, zweimal. Hier kann man übrigens, was ich noch, was man sehr feiern von dem Spiel, dass man sowohl das Originaldokument oder das in so einer dargestellten Dear Katie, so much has changed, even just since you've been away. We moved into this house. I'm in a new school. And my big sister being gone for a year doesn't make it any easier. It doesn't feel real. But I'm not gonna let it faze me. I used to tell you everything, and if I can't do it in person, because you're off gallivanting around who knows where, I'll tell it to this journal, just like I was talking to you. Das war vielleicht Sam. Richtig mal?
Sie war die Frau aus und ja. So steht unter dem Tag. Oder die stimmt ja, aber ich hätte es gar nicht sagen. Ah, dann passt doch mal. Ach, wir sind Caitlin Greenbrier. Und so sehen wir aus. Okay, den brauche ich für eine Reise nach Europa. Ich denke mal, das, dann sind wir aus Frankreich gekommen. Oder? War das die andere? Nee, wir. Wir hatten eine Europatour. Zeitung. Warum geht sie dir immer nach innen und immer nach außen auf? Gibt's ja wirklich eine Flügel für mich. Ja. So, eine weitere Notiz. Sam, Daniel aus unserer alten Nachbarschaft hat angerufen. Er möchte sich gerne mal das neue Haus anschauen. Ruf ihn zurück. Mom, Daniel ist ein totaler Spinner. Der einzige Grund, weshalb ich damals überhaupt mit ihm abhing, war, weil er ein Nintendo hatte. Überhaupt nicht ausgenutzt. Nein! Warum nicht? Wozu hätte ich es auch gemacht? Sam. Sam. Hey, unsere Familie. Sam! Sam, Katie, Mom, Jane und Dad, Terry. Dad ist Terry, Mom ist Jane und Jack. Das sind wir. Sam, und da ist Mutti, dann von Poppy und links war, glaube ich, die Sam, ne? Lily! I need to talk to you. Sie muss wirklich nicht sprechen. Please be there. Hi, Mom. So I got my ticket home from Europe. I get back on June 6th, but it's a really late flight because that was the cheapest, so it gets in at midnight. But don't worry, I'll get a shuttle from the airport so you don't have to pick me up. Like, really seriously, you don't have to. Okay, so, love you. See you soon. Bye. Die zweite Nachricht hat mich ein bisschen verunsichert. Ich klang irgendwie so, ängstlich. Wer weiß, was drauf vorgefallen ist. Komm, wir rufen die Polizei. Das flackernde Licht hat es liegen hier. Still schon? Sind wir hier? Ui. Schön. Willkommen, neuer Schüler. Wir hoffen, du freust dich genauso auf auf deinen ersten Tag in der Goodfellow High School, wie wir. Bitte bring die folgenden Dinge an deinen ersten Tag mit in die Klasse, damit du gleich mit. Wie lang? Und. Damit du gleich uns mit Elan losgehen kannst. Ach so. Schön. Komisches Deutsch. Ist die hier schon? Ein stabiler Ordner mit Unterteilungen für jedes deiner 6 Fächer. Ein liniertes Schreibheft pro Schulfach oder ein großes Schreibheft mit 6 unterteilten Abschnitten. Mindestens 6 Stifte, blaue oder schwarze Tinte und 6 Bleistifte. Eine Schachtel mit Farbstiften. Ein Standard-Zahlenschloss für deinen Spind. Ein nahrhaftes Mittagessen oder $2.50 für ein Mittagessen der Schulkantine, eine positive Einstellung, das ist ganz wichtig. Bitte sorge dafür, dass du in der Nacht davor genug Schlaf bekommst und sei bereit für das erste Klingeln um 8 Uhr. Bis dahin und nochmals willkommen, Beth Valens, Direktorin. Diesmal aus Oral mit. Achso. Alles mit, außer die positive Einstellung. Finde ich gut. Oh my God. You are so lucky you finished high school before we moved into this house. So, it's the first day of school, and there I am, introducing myself to the class. And I say that I just moved into the house on Arbor Hill. All of a sudden, every kid in the room turns and just stares like I suddenly transformed into a mutant. I just stood there, pushing pretty hard for a rewind button. Because now maybe nobody knows my name, but they all know who I am. The Psycho House Girl. Great. Ich hoffe, das ist nicht dieses Haus hier. Ja. Hi Mom, Dad und Sam. Ich bin in Paris. Ich habe viele Pariser Dinge gemacht, inklusive dem Essen eines Petit Déjeuner und dem Tragen einer Baskenmütze. Ich habe viel Film zum Entwickeln, wenn ich wieder lade. Sam, ich bringe dir etwas aus Shakespeare Book Company mit, wo du doch meine Lieblingsschwester bist. Hab euch lieb, Katie. Hi. Sie ist ja unsere Lieblingsschwester. Robert, mich nervst. Er schreckt mich immer wieder. Was ist denn für Robert? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Robert. Ach ja, mein Nachruf, oder? Nee, das war jetzt. Das ist nur ein Wunsch. Ein Nachruf. Oskar Masern, 60 aus
Boone County starb letzten Monat friedlich in seinem Haus. Das ist ein Artikel, nicht wahr? Mhm. Oh. Mr. Marsan wurde am 8. September 1933 in jenem Haus geboren, das bis zu seinem Tode sein Zuhause bleiben sollte. Er erwarb seinen Pharmazieabschluss, kenne ich nicht, in jungen Jahren und kehrte nach Boone County. Ja, Entschuldigung, deutsche Sprache, schwere Sprache, zurück. Schnell wurde er eine allseits beliebte Persönlichkeit im Herzen der Gemeinde. In den Jahrzehnten vor seinem Tode wurde er nur noch selten außerhalb seines Hauses gesehen. Eine Andacht wird diesen Sonntag in der First Methodist Church, scheiß Englisch, Entschuldigung, um 13 Uhr stattfinden. Jeder ist willkommen. Seine Nachkommen umfassen seine Neffen, Terence Greenbear, ebenso wie im Geiste die Menschen von Boone County, denen er stets Wohlbefinden und Trost spendete. Terence ist unser Papi, nicht wahr? Ich glaube ja, also ist der schon gestorben, hat was? In diesem Haus. Ja. Bolk! Da vorne war ein Telefon. Sam! Mit Pinha. Ja. Achso, mit Schiff kann ich auch. Ja. Okay, kann ich gar nicht rennen? Nee, rennen kannst du, glaube ich, nicht. Toll. Ich glaube, du bist gerade. Was wolltest du jetzt machen? Ein Bild, nicht wahr? Ja. Hatte die blonde Haare, ja. Hm. Einfach so ohne noch die Haare färben. Schäm dich, Mädchen. Du Luder. Ja, Leute. Mach alles zu. Oh Gott. Was liegt dann? Komisch, einzeln lernen wir irgendwie immer. Jo. Sicher? Okay, die lesen wirklich viel. Ja, das wollte ich natürlich ganz einfach ein bisschen Ventilator muss. Ventilator muss ich nicht mehr schufen. Ja. Crystal Versicherungsanstalt Incorporation prüft Protokolle der elektrischen Anlagen. Die Verkabelung im Haus entspricht technisch allen Vorgaben bezüglich Sicherheit und Stromstärke. Jedoch wurde im Laufe der letzten 100 Jahre mehrere Schichten an Kabel der bestehenden Struktur hinzugefügt. Das System ist dadurch öfters unvorhersehbar. Lichter gehen ohne ersichtlichen Grund aus, Druck auf die Holzdielen und die Türrahmen unterbricht die Kreisläufe, die direkt unter der Oberfläche verlaufen. Das fachgerechte Wiederherstellen des elektrischen Systems würde die Wände ebenso stark beschädigen wie den Boden und die Armaturen. Da keine unmittelbaren Sicherheitsrisiken bestehen, werden diese Probleme nach Rücksprache mit Mr. Greenbrier jedoch nicht angegangen. Na, du. Das ist das Haus schon durch die Ruine gemerkt. Dann ist er schon ein bisschen älter. Ja. Ich finde es irgendwie gut, dass man das aufheben kann. Oder fast gar nicht. Gerade Mensch. Aufheben. Achso, nee. Kombination haben wir keine. Nicht mal warten. Ein Zettel. Oh. John Russell öffnete seine Augen und sah sie, die Sterne, funkelnd, als würde er funkelnd, als würde er im Gras des Familiengartens in Massachusetts liegen. Also, das kann ich aussprechen. Gleichwohl dieser Ort eine Million Meilen entfernt war. Nein, er rieb sich den Schlaf aus den Augen und schaute durch das Carbon-verstärkte Sicherheitskluster, Raumstation, Archimedes. Ja, es war weit weg von zu Hause, aber die Zukunft braucht ihn. John Russells Kopf schwamm. Er fühlte sich unglaublich betrunken, wenngleich er in den letzten Stunden kein Tropfen anrührte. Er übergab sich auf seine Füße, lecker, seine nackten Füße. Er starrte für einen Moment hinunter, sah seine besprenkelten Fußnägel, seine nackten Schienbeine und Knie. Er war völlig nackt. Er schaute auf und sein Blick traf eine atemberaubende Blondine, die einen hautengen Uniformrock aus Kunstfaser trug. Aus dem Stoff, der fast aus allen Nähten platzte, um ihren üppigen Busen zu bändigen, stand geschrieben Verantwortliche für Materietransfer. Dann wurde er ohnmächtig. Ohnmächtig. John Russell überquerte die Lücke in der Zeit. Nur Nachrichten schafften dies bisher. Schreibfehler. Ja, ich hab's gerade gemerkt und mir gewundert. Doch nun ein Mensch. Er wieder Schreibfehler? Sie brauchten ihn, mehr denn je. Die Vergangenheit zu ändern reichte nicht länger. Die Anwesenheit des Rats war deutlich, was beschifft werden sollte. Was daraus erbaut werden soll, wie es zusammensetzen. Ich hasse lange Worte. Zusammenzusetzen ist. Also baute diese Maschine, um ihn durch die Zeit zu befördern. Und nun stand er auf der Brücke des Sternenkreuzes Archimedes.
Kommandant, mit Leerzeichen, okay, des Schiffes, weil nur er, der das Leben des Präsidenten, schätze ich mal. Ja. Ich glaube, das hat er weggeschmissen, wenn ich viel Schreibfehler habe. Bereits zweimal zuvor rettete Vertet, die Crew zu ihrem Ziel führen kann, dem Schicksal der Galaxis. Also, da denke ich mal, nicht ohne Grund sagt er das. Lern mal deine Sprache, Junge. Wir müssen. Ich könnte meinen, wir sind endlich hier. Alles durchrollen und durchsehen. Und macht kein einziger Schrank wieder zu, ist schon nicht. Zeitung. Pionier, CDL, irgendwas. Kombi, Laser, Disc, Combat, Laser. Hintergrundbeleuchtung, doppelseitiges Abspielen, Kopfhörer, Out-Display an, aus. Das ist egal. Man sagt, ein Alleskönner kann nicht so richtig. Da muss ich widersprechen. Das Meistern einer Sache ist keine Frage der Spezialisierung, sondern eine Frage der Bestimmung und der Hingabe zum Handwerk. Wenn Sie gerade auf der Suche nach einem Kombi-LD-CD-Abspieler sind, wird es Sie freuen zu hören, dass Pionier diese spezielle Auffassung teilt. Freut mich. Ist nicht drin, aber. Was? Zurück zu den Wurzeln, erneut in Stealth von 1963 zurückgeschickt. Was, wenn JFK gar nicht JFK war? Das kannst du besser haben. JFK ist dieser Kennedy, du denkst nicht wahr? John F. Kennedy. John F. Kennedy, genau. JFK, President, Doppelpunkt, US plus UD, es ist R, Koalition. Früher Flug ins All, Utopia. Technik vorantreiben, den Zweiten Weltkrieg ins zeitlich beenden, Zeitstrahl zu unterschiedlich. Ach so, weil er durch die Zeitkreis versteht. Chinesisch, Japanisch, Libanesisch. Okay. Paradoxon resultiert darin, dass Tod von John F. Kennedy das gewünschte Ergebnis ist. Was? JFK auf HBO aufzeichnen. Magic, Bullet, Terry, einzige Schütze, Akte X, erledigt, W, Sam. Sam? Sam? Vor allem, W steht da für weiblich. Also, erledigt, weiblich. Also, würde ich jetzt meinen, weiblich Sam. Ja, aber was hat Sam jetzt damit zu tun? Grassy, Knoll, Stream, Roll, wird das wohl vergessen? LHO in der USSR abfangen. Fragezeichen, 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 Fragezeichen. LHO getötet durch Marines. Wieso Autokolonne nicht unterbrechen, Minuten bevor LHO schießen kann? Ausnahmezustand in Dallas stoppt Autokolonne. John F. Kennedy vergiftet und führt verletzt. Also das scheinen die ganzen Ergebnisse oder Notizen für die Zeitreisen zu sein, so. Wie es scheint. Vielleicht. Und ich meine, dann passt hier hinten dunkel. Monster! Jetzt kommt der Blumen. Ist eine Bibliothek? Ich gucke gerade irgendwelche Bücher, die man rausnehmen kann, aber schon ein bisschen. Nein, kann man. Kann ja mal schon sein. Warum wollte ich haben? Dein zweites Buch? In einer Bibliothek, oh mein Gott. Der zufällige Außenseiter. Verdammt, mein Schuh klemmt. So. Einfach wegschmeißen. Da ist die Zeitung. Schenkungen. Das Magazin für Männer. Februar 1989. Japans blutiger Krieg mit Delfinen. Moskau bei Nacht. Drogen, Prostitution, die Mafia. Die neuen Regeln der Liebe. Frauen im Ring. Die Frauen im Wrestling. Okay. Ist vielleicht von Papa, würde ich mal. Wo? Also ich glaube nicht, dass die Mutter sich das anguckt. Ich weiß es nicht. Kann ja sein, also. Möglich ist alles. Ja, spricht nichts dagegen. Taschentücher. Sind wir wieder? Sehen wir was auf dies. Oh. Schwache Geschichten. Ich war eine jugendliche Dreckqueen. Leser erzählen uns von den schönsten Momenten. Mit 90-210, wen interessiert sich noch? Keine Ahnung. Der Blick der Männer hat niemand in sich. Und der Untersetzer. Das ist interessant. Und ein Stift. Und ein Stuhl. Zeitung? Nein. Sonst gibt. Ein Ohr, ein Brief. Was? 045, das schreibe ich mir auf. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Das habe ich ja mittlerweile gelernt. Codes immer aufschreiben. Ist vielleicht von dem Dings da vorne, den wir als erstes hatten. Der Spind, genau. Also der Schrank da. Einfach mal gern oben.
Das probieren wir dann in der Folge noch schnell aus. 045 Pets. Lieber Terence, David bat mich, dir wegen der in den letzten Monaten von dir verfassten Texte, Testartikel zu schreiben. Ehrlich gesagt machen diese von einem redaktionellen Standpunkt aus mehr Ärger, als dass sie nützen. Es gibt eine... Müsst mein Monster weg? Es gibt eine Grenze für die Wörteranzahl. Es ist dein Job, drunter zu bleiben, nicht meiner. Das Ganze dahin runter zu kürzen. Abgesehen davon wird es zunehmend schwerer, die Spreu? Vom Weizen zu trennen, ohne weitreichende Umformulierungen tätigen zu müssen. Die Leser von Home Theater Aficionado, was ist denn das für ein Name, Alter? Wollen etwas von der Qualität und dem Wert der Hardware hören und keine Gedanken über deine Kindheit. David kennt dich schon lange Zeit und er ist der Chef, daher gebe ich dir eine letzte Chance, weil er es so will. Du sollst ihm einen netten Brief schreiben, in dem du ihm für seine Geduld und Großzügigkeit dankst. Schau dir ein altes Zeug an. Dein altes Zeug an und schreib wieder solcherlei Tests. Dann ist jeder glücklich. Bernd Kurt Wood, Review Redakteur, Home Theater, Phenomena Magazine. Aha. Okay, zumindest den Code, weil wir schon ein bisschen über der Zeit sind, renne ich ganz schnell nochmal zurück zum Schild. Wo du gerade vorbei kannst. Echt? Rechts. Links. Ach. So, 0451. Ich dachte, das war ganz eine Eingangshemmung. 0451. Yeah. Ein Dokument. Kubrick und Weiss Rechtsanwälte, 21. Front Street, Boone County, OR, ich glaube, Orléans, egal. Lieber Mr. Mason, Anleihe, Ihr versiegeltes Originaldokument und eine abgetippte Kopie für Ihre Unterlagen. Diese notariell beglaubigte Kopie wurde an unsere Büroräume übersandt. Danke, dass Sie unsere Kanzlei mit diesem wichtigen Sachverhalt betraut haben. Mit freundlichen Grüßen, Jeffrey Weiss, Kubrick und Weiss Rechtsanwälte. Letzte Wille und Testament von Oscar Mason. Wie spricht man den Namen eigentlich aus? Mason. Ist ein Testament vom Oscar. Ich, Oscar Mason, im Besitz meiner vollen geistigen Kräfte und nach Inspektion aller Güter von Wert, die mir gehören, erkläre ich hiermit meinen letzten Willen und mein Testament. Das Folgende soll nach meinem Ablegen verlesen werden. Erstens, ich erkläre, dass ich mein Leben lang Bürger von Boone County gewesen bin, dass ich unverheiratet bin und keine Kinder habe. Zweitens, ich versichere... Die Lasse mal lesen. Ich versichere, dass ich keine offenen Schulden habe, bei keinem Geldgeber oder lebend oder tot. Ich vererbe hiermit jeden Gegenstand vom Wert, den ich bei meinem Anleben noch besitze. Okay. Inklusive dem Haus und die darum liegenden Morgenland von 1 Haber Hill, genau wie alle weiteren persönlichen Güter. Und alle Geldkonten Terence L. Self Jr. So ein scheiß Name. Von Ellis County. Für jeden Fall, dass besagte Terence L. Self Jr. von mir sterben sollte, sollte es ihm zugedachte Erbe an seinen Kinder fallen, geordnet nach Alter und Eignung zur Verwaltung des Zivilgerichts. Okay. Ich muss gar mal. Was ist das? Ich aus Kamasern, im Sitz von einer. Das ist dasselbe, nur unfertig. Okay, ich erkläre, dass ich mein Leben lang Bürger von Boone County gewesen bin, dann, dass ich unverheiratet bin. Okay, stimmt. Das hatte ich ja auch schon. Egal. Ach ja, drittens. Ich vererbe hiermit jeden Gegenstand von Wert, den ich bei meinem Ableben noch besitze, inklusive sie. Das hat man schon. Für den Fall, das hat man auch schon. Ich unterzeichne meinen Namen unter dieses Testament, diesen 13. August 1973 in den Büros des Boone County Gerichts. Das war der liebe Oschkau. Aber nicht. Ist ja noch unklar. Auf jeden Fall würde ich erstmal sagen, danke fürs Zuschauen. Schreibt mal in die Kommis, was ihr dann von einem Co-Kommentatoren haltet, dass die dauerhaft mit in meinem Kanal mit teil ist, wenn ihr das möchtet. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Gun Home. Danke fürs Zuschauen. Ciao.